War was? Hallo, ich kann nichts Nee, mehr drücken. du musst einmal auf zurück. Du musst auf zurück. Ich kann kein zurück mehr drücken. Okay. Was? Zurück ist die Löschentaste. Ich drück die ganze Zeit drauf. Och nee, ne. Ich kann nicht mal Escape drücken. Ob es irgendjemand mal geschafft hat, eine Partie Monopoly fertig zu spielen, bevor das Spiel sich aufhängt, abstürzt oder sonst irgendwas? Ich glaube, das hat nie einer geschafft. Auf den Spielzug von Chris warten. Ja, dein Zug wird gleich übersprungen. Nee, ich kann gerade ohne Mist nichts mehr machen. Das ist bei mir nicht mal hinterlegt, dass ich die Taste drücken kann. Geht gerade gar nichts mehr. Toll, das geht wieder. So, wenn ich jetzt aber... Ja, damit erkaufen Sie sich Hypothek jetzt. Erfolg freigeschaltet. Großartiges Einkommen. Wuhu. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Beeindruckend. Ellie landest du immer auf, auf der Schlossallee. Ne? Haben Sie schon über den ja, das ist irgendwie so. Hat sich voll gelohnt, die Mission hier mit den 400. Ich hätte die mir gar nicht geholt vorhin, wo du drauf gekommen bist, als erstes. Wenn ich jetzt mal so im Nachhinein überlege, ich hätte die mir nicht geholt. Ja, genau. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Vorsicht, ein dritter Wurf, ja genau. Jetzt gehen noch ins Gefängnis, oder? Das wär's jetzt noch. Ist meine eigene Karte. Landet auf ihren eigenen Hier, Straße. Keiner landet auf dieser neuen Straße. geil. Schlossallee haben wir direkt als erstes. Ist direkt als erstes unter das Volk gegangen und die neue Straße zieht keine Sau. Vorbeigemogelt. Ja, nimm nur noch mehr Geld. Nimm nur noch mehr Geld. Machst du richtig. Ich bin gleich bankrott, das weiß ich jetzt schon. Spielen wir! Neun, ja! Ich komme auf den Bahnhof! Sie müssen den Spieler bezahlen. Ja! Jetzt kannst du, glaube ich, noch bankrott machen, oder? Nee. Oder kriegst du 200 zusammen? Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelt. Jetzt kriegst du 200 zusammen. Kriege ich immer noch zusammen. Ich bin noch nicht raus. Sie sind am Zug. Neun. Schade. Es wird etwas Gutes passieren. Ich spüre es. Viel Spaß. Oh Mann, warum kann das nicht? Die scheiß Karte. Mann, ey. Renovierungskarte. Ja, aber 100, das geht noch. Also. Ja, aber trotzdem. Ich hab's euch doch gesagt, hoffentlich kommt die Karte jetzt nicht. Los, würfeln Sie. Ja, um mich vorher bonzeln, denn, ha, vorhin. Wer ist denn hier der Bonze? Komm, ich habe mich schon ganz unten nach ganz oben gearbeitet, also bitte. Ah, auch mehr Glück als Verstand. Danke, 10. Es landet auch halt keiner auf dieser scheiß neuen Straße. Würde mich nicht überraschen, wenn wir es fertig spielen und niemand war auf dieser Straße. Ja, und Erde wird natürlich, das läuft genau vorbei. Ja, ich muss auch mal Glück haben. Ja, guck mal hier, es läuft wieder, ich bin wieder flüssig. Ja, du musst bedenken, du musst nochmal würfeln. Ich muss nochmal würfeln, dann würfeln wir nochmal. Ich bin ja nicht am Pasch. Ja, ne, guck mal, 9 geht doch auch noch. Ist doch nur ein Haus drauf oder 2. Es sind nur 2 Häuser. Kostet doch nicht viel. Kostet nur 100. Schlaue Investoren geben niemals auf. Sie sind dran.
kommst du auf die einzige Karte, die ich noch freigelassen habe. Chris, wir müssen uns ein bisschen unterstützen hier. Guck mal den Bonzen da hinten an. Ja, natürlich. So. Der hat das gar nicht verdient. Warum seid ihr so gemein zu mir? Ihr Zug beginnt jetzt. Weil wir es können. Glaub mir, wäre ich an deiner Stelle, da wärt ihr so gemein zu mir, das weiß ich jetzt schon. Sie machen ja, genau, bauen Hotel drauf. Wenn ihr mir schon als Bonzen abstempelt, dann muss mein Ruf ja auch gerecht werden, ja. Aus einem zarten Pflänzchen wächst einst ein Baum. So. Sie sind dran. Wenn, dann machen wir das richtig. 5. Das ist gleich. Nee, ich bin noch nicht dran. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Eine Hypothek kann ich noch aufnehmen. Dann kann ich handeln. Du kannst aber keine 750 mehr aufbringen. 10. Nee. 10. Ich glaube, das ist mein Ende jetzt, oder? Ja, ist mein Ende. Ja. Ja. Nicht so, glaube ich, die teuerste sogar. Über. Ja. 1000 Schulden. Du kannst halt nichts machen. Was willst du machen? Ich könnte nur noch handeln. Aber handeln bringt auch nichts. Du müsstest den 1000 von ihm kriegen. Der hat ja nur noch 35 und dann müsste er ja die ganzen Hypotheken noch auslösen. Das kann er auch nicht. Ja, das wird aber auch nichts bringen, weil die 1000 müsste er mir ja dann gleich wieder zurückbezahlen. Das heißt, im Endeffekt müsste er mir die Straße unterm Strich schenken. Weil wenn ich schon jetzt 1000 als Gegenwert in Bargeld gebe, muss er erst seine Schulden bezahlen von 1000 Miete. Und die würde ich ja wieder zurückkriegen dann. Stimmt, als würdest du plus minus 0 machen. Ja. Nee, ich würde dann eher plus machen sogar, wenn du mir jetzt Karten mit rübergeben würdest. Vom Wert her. Und dann hat er das Spiel gewonnen. Ja, ich gehe sowieso bankrott jetzt. Was, ich kann nichts anderes machen. Ja. Ich kann nichts anderes machen. Ich hoffe, Sie hatten wenigstens Spaß dabei. Auf bald! Okay, und da steht die ganzen Straßen. Lol. Okay. Ich dachte, die gehen jetzt einfach wieder an die Bank über, dass man sie wieder auf dem Spielfeld freiholen kann. Nee. Okay. Achso, weil du jetzt wegen mir pleite gegangen bist. Ja, darfst du meine Schulden zahlen. Ach so. Okay. Ich dachte, die sind dann einfach wieder frei verfügbar. Nee. Okay. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten Sie bauen. Bringt mir halt nichts. Zeit. Wenn die auf eine Karte kommen von denen, dann ist eh Ende. Ja, das ist es. Mir gefällt, was Sie daraus gemacht haben. Sie müssen eigentlich nur noch überall Hotels draufsetzen, dann ist es eh Ende. Ja. Das kommt bestimmt gleich was sehen. Wo ist er denn da hinten? Gute Neuigkeiten. Ach, wie war das jetzt noch mit dem Hotel? Achso. Exzellent. Ja, jetzt ist hier draußen Feueralarm, jetzt geht die Sirene. Was ist jetzt los? Fliegeralarm. ABC-Alarm, was kommt als nächstes? Würfeln Sie und sehen, wie es die Zukunft bringt. Ah, ich gucke euch mal gespannt zu. Scheiße. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie LOL. Ja, ich kann eh nicht handeln. Was, Auktion, was kannst du? Du hättest jetzt für einen Tag steigern können. Weil ich hätte eh nicht bieten können. Ja, ich bin ja nochmal wieder im Pasch. Ich war jetzt eigentlich eher überrascht, dass mal irgendeiner auf die Parkstraße überhaupt gekommen ist. Genauso wie die neue Straße, da kommt keine Sau drauf.
sollten bauen. Ah. Oh, schade. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Ja gut, Ellie, du kannst aber noch Hypotheken aufnehmen und sowas. Ja, ich kann auch die Hotels, die Häuser wieder verkaufen. Du bist da noch nicht ganz raus. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Und Häuser verkaufen wieder. Das habe ich aber schon gedacht. Wie muss ich denn verkaufen? Schönes Spiel, mag ich. Können wir gerne öfters spielen. Gefällt mir überhaupt nicht. Wolfit können wir wieder mal spielen. Gefällt mir mehr. Ich hab dich so schlecht verstanden, die Verbindung war eben abgerissen. Was können wir spielen? Was auch immer passiert, geben Sie nicht auf. Uno, da verlierst du auch immer. Okay. Ja, Uno haben wir ja nicht so oft gespielt bisher. Außer gestern, hast du gestern hast du einmal gewonnen. Ihr Zug beginnt jetzt. Viel Glück. Ich muss jetzt über die ganze Straße darüber. Hast du nicht noch das Wasserwerk und so, Ellie? Ja. Kommst aber auf Gemeinschaftsfeld, ja. Gemeinschaftsfeld. Schauen wir, ob das Glück Ihnen hold ist. Oh, ich erbe. Alter, voll und durchgemogelt hier. Und erbe sogar noch. Los, würfeln Sie. Dann probieren wir mal gleich. 6 über 9. Super, ich stand im Knast. Scheißspiel. Das war meine Gefängnisfreikarte. Sie haben scheinbar noch etwas zu tun. Sie sind am Zug. Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Ja, du bist so richtig auf einmal. Gib mir doch nicht das ganze Geld. Ja. Warum seid ihr alle gegen mich? Ich verstehe das gar nicht. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Ja, genau. Mit was denn? Haben sie schon mal über einen Ausbau nachgedacht? Genau. Nee. Viel Glück. Sollten bauen. Wie ruhig jetzt auf einmal jeder ist hier. Ja. Ich bin am Fender zählen und am Ausrechnen, wo muss man hinwürfeln, dass nichts schief geht. Ich bin abgefuckt, einfach nur gerade. Ja, gut, gehört aber halt zu dem Spiel dazu. Ja. Freilich. Damit erkaufen Sie sich etwas Zeit. Sie haben getan, was getan werden musste. Spielen wir! Das ist eigentlich jetzt nur eine Geldschieberei. Ja. Bis du pleite bist, Ellie, und ja. Nichts mehr hast. Könntest aber noch mal Glück haben, wieder auf frei parken kommen. Inzwischen sind ja wieder ein paar Taler jetzt reingelaufen. Und Strafzahlungen, Steuern und so weiter. Hast ja vorhin auch 1100 rausgezogen. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Diese scheiß kleinen Felder, die so viel Geld bringen, das ist unnormal. Die beschissensten Straßen auf dem ganzen Spielbrett, ja. Weißt du, das ist Wahnsinn. Die habe ich schon belastet, ja. Ich muss deine Häuser verkaufen.
Kraft bleibt, glaube ich, nicht übrig. Ne, die Berge könntest du noch belassen, oder? Das reicht aber nicht. Ich muss 450. Ja, dann wären aber wenigstens nicht alle Häuser weg. Ja, aber die Werke würde ich nicht belassen, weil bei Werken kriegst du relativ viel Geld raus, wenn einer draufsteht. Ja, aber nur wenn er eine hohe Zahl vorher gewürfelt hat. Du hast schon, aber du bist inaktiv. Ja, ja, ja. Ich weiß, was ich schon. Ich muss es so machen erstmal. Zähl mal so für die Augen auf den zwei Würfeln. Ja, wenn du jetzt mit einer 2 oder einer 3 hinkommst, dann kriegst du eine 20, 30 benutzen. Das ist halt. Hm. Ich muss das andere weg da. Sie haben getan, was getan. Das reicht das so trotzdem nicht. Ich muss trotzdem Haus verkaufen. Zwei sogar. Hm. Nee, es reicht sogar eins. Ach so, ja. Ich dachte von 75. Das ist nur noch Geldschieberei, wenn ich das nächste. Wir schieben aus Steuergründen. Sie sind dran. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann geht er schon wieder ins Gefängnis, gibt's doch nicht. Jetzt ist eh Ende. Jetzt bleibt er erstmal drinnen für längere Zeit. Ja, natürlich, warum soll er rausgehen? Nein, ich gehe da raus. Für was soll ich jetzt 3 Züge da drin bleiben? Das ist... Sieben. Zu Besuch im Gefängnis. Ich besuch dich mal. Haben Sie nichts zu verlieren. Nee, komm wieder. Du mieser Hund. Schweinehund. Monopoly ist Hass. Monopoly ist Hass. Wer hat Monopoly vorgeschlagen? Wir alle. Ja, immer auf mich. Warum immer ich? Spielen wir. Ich bin dran. Ich muss ja mindestens jetzt meine 10 würfeln. Entweder bis 4 oder dann ab 10 wieder. 4, 7, 10. Genau. Bis 4, dann eine 7 und dann eine 10. Schon mal eine 2. Haben Sie das gemacht? 4. Und die Straße kann ich nicht kaufen. Endlich war nicht drauf. Wenn Sie es jetzt nicht bezahlen können, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Ah, oh, super, da steigt direkt mit 10 ein. Ja. Wenn ich jetzt auch zurückziehe, was passiert dann? Gar nichts. Ich glaube gar nichts. Man kann ja keiner kaufen. Du ziehst zurück und Ellie kann sich kaufen. Ja, Ellie ist ja direkt schon aus der Auktion rausgeflogen. Naja, ich kann ja nichts bieten. Du musst ja mit 10 bieten. Geht ja nicht. Ach so. Okay. Es gibt einen Sieger. Los, würfeln Sie. Ach, hier steht ja ein Posch. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Ich glaube, ein Haus kannst du noch verkaufen, ne? Ja, viel habe ich nicht mehr. Oben auf der Grün hast du noch ein Haus, glaube ich. 2 sogar noch. Die kann ich nicht belasten. Ja, ich muss ein Haus verkaufen. Nicht das. Wenn du auf frei parken gekommen wärst. Das wäre es jetzt auch gewesen. Ich glaube, dann wäre Ellie Instant Rage Quit rausgekommen. Ja, Alt F4. Oh nein. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes. Das ist gerade das Haus, was du verkauft hast. Schlägt erst mal ihre Bereut richtig zusammen. Geld, was sie daraus gemacht haben. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Die Tastanschläge werden immer aggressiver. Kommst du nicht auf frei parken jetzt? Ah, ne, los. Ich
geht das auch endlos so weiter, oder? Bei euch kann das sein. Ich glaube, das wird nur ein bisschen so weitergehen. Nee, es geht ja vielleicht noch doch nicht so endlich so weiter, weil... Ja, kannst du ja noch kannst bezahlen, ohne Hypotheken aufzunehmen und Häuser zu verkaufen. Ich habe hier nur ein Haus. Ja gut, Hypotheken kannst du auch nicht mehr aufnehmen. Oder? Ja, nee. Bei der grünen Gruppe dann, doch, wenn das letzte Haus kann ich. Dann. Kannst du noch. Ja. Was habe ich? Eine 6. Bahnhofer. Nee. Das ist mein eigenes. Ja, ist eher belastet. Sollten bauen. Diese angespannte Stimmung hier, das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe ja, dass dir noch irgendwas passiert, Johannes, dass du irgendwie noch bankrott gehst. 5, jetzt bin ich endlich das Ende. Ach. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Ja, prima, 25. Ja. Los, würfeln Sie! Ja, super. Ja, genau, zahlt noch mehr Steuern, jawohl. Ja, komm, die 200, ach, die tun danke. Ja nicht weh. Ich wollte gerade sagen, die 200 tun die überhaupt nicht weh. Nee, geht aber noch in den Freiparkenpott, noch kannst du ja draufkommen. Ja, mit einer 3. Ja, unmöglich ja. Wär's nicht, also. Ja. Ach, scheiße. Okay. 7. Also eine 1 von der 3 hattest du schon. Geben Sie nicht ja. Auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Warum hast du da noch nichts gebaut, Johannes, auf gelb und rot? Weil Ellie wahrscheinlich sonst nicht gleich in ihren Bildschirm reinschlägt, wenn ich da weitermache. Oh ja, und er kriegt eine 3, natürlich. Ich hätte doch jetzt schon ihre Altschlagader durch den Discord pulsieren. Willst du nicht auf die Spitze treiben? Häuser renovieren. Rücke vor, bist du der. Ja, genau, zum nächsten Bahnhof. Die Karte kommt auch schon 4-mal. Warum? Der muss die Häuser renovieren. Ja, ich musste Häuser renovieren, weißt du? Ich habe meine paar Häuser gehabt. 7 ist deine grüne. Endlich daheim. Der hat doch 3. Der hat doch nur Hotels. Das wird doch richtig teuer für den. Der hat doch 5 Hotels. Pro Hotel und 100. Und 9 pro Häuser. Pro Haus 25. Sie wissen, was sie tun. Lulu. Sie sind am Zug. Ja, natürlich. Wieder über meine Straßen drüber. Ach nee, ach ja, genau. Komm, 56. Ich glaube, es ist noch etwas. Da, wo ich das Haus verkauft habe. Natürlich. Schon das zweite Mal. Los, würfeln Sie. Na komm, das erste Mal. Das hab ich. Erstmal ist dir passiert, wo es. Eine 10 natürlich! Genau. Auf die erste braune Straße. Die beschissensten Straßen von allen. Jemand besitzt dieses Grundstück. Ich glaube, ich habe die braune Straße jetzt schon am meisten eingenommen bisher. Mit am meisten. Ich glaube, am meisten waren es die 3 Orangen hinten. Ja, gut, weil inzwischen Hotels draufstehen. Nee, aber von den braunen Straßen hätte die haben hier den niedrigsten Wert. Der niedrigste Wert, ja, freilich. Ja, aber du verdienst am meisten, weil das kostet alles nichts. Das kostet weder die Straße kostet. Das war der einzige Grund, warum ich da gleich von Anfang an Hotels draufgesetzt habe. 10. Ah, zum Glück meine Straße. Deine eigene. Also auch Glück gehabt. Der Finger guckt gleich raus unten zum Tisch. Ja. Nach der Monopoly-Aufnahme erstmal Amazon neue Tastatur bestellt über die Presssendung. Ja, natürlich belastet. Viel Glück. Ereignisfeld, komm, renovier. Ich spüre es. Ja, zahle 15. Ja, ich weiß. Nachdem müssen da jetzt 1500 draufstehen, ist schon klar. 15.000, ja. Los, was muss ich denn würfeln? Eine 9, ha? Ja, natürlich eine 9. 5, 7, 8, 11, geht auch.
11 geht auch, bin ich wenigstens drüber. Man kann nicht vorhersehen, und? Was einem passieren wird. Ja, genau, ich zeige jetzt. Könnt mich alle machen. Ich kann nichts dafür, ich bin doch längst raus. Ja, komm, das letzte Haus auch noch. Komm, da kriegst du auch noch meine 50. Nächste Runde Monopoly spielen wir alleine, Ellie. Spielen wir alles nicht mit. Spielen wir mit Lukas, ne? Ja. Was? Weil ich jetzt mal in einem Spiel auf der Gewinnerspur bin, wollte ich mich gleich boykottieren und rausschmeißen? Ja. Ja. Okay. Alles klar. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Komm, eine 8, geh ins Gefängnis und dann... 5. 5 Scheiß schon wieder. Ja, genau, immer. Ja, die kosten nicht viel. Die kosten, glaube ich, nur 42 oder 44. Ja, 44, ich habe ja so viel. Ich habe ja so viel. Jetzt geht's los, sie fängt schon an umzurollen. Und jetzt war nur mein Handy. Absolut. Ja, genau. Ihr Zug beginnt jetzt. Bahnhof, hä? Vom Bahnhof. Nee, ist eins danach, glaube ich. Ja. Ja, genau, 200, ja. Komm, verkauf. Komm, hallo. Macht nichts. Ja? Da ja, muss ich ja. Erkaufen Sie sich etwas Zeit. Das ist doch nur noch 3 Straßen, dann frei, ne? Noch 2 habe ich. Schlossallee kannst du nicht, oder was? Habe ich schon. Nee, zum Hypothek drauflegen. Mal. Ja, hab ich schon. Hat sie schon. Das war die erste Karte, wo ich die Hypothek drauf gemacht habe, weil kommt ja eh kein Schwein drauf. Absolut. Und ja, genau, zahl wieder 200. Komm, jetzt nochmal auf die Turmstraße. Sie sind am Zug. Ich glaube, Gefängnis. Ja. Ui. Ich schätze, Sie halten sich lieber auf dieser Seite der Gitter auf. Was brauche ich denn? Bis da hinten hin. Für frei parken mit 10. Ach, mit 10. Krieg ich bestimmt. Ich muss schon nur 9 oder so. Sie sind dran. Ja, 11. Ja, oder eine 11 oder sowas. 9 oder 11. Ja. Oder eine 8. Eine 8. Passt auch. Bin bockrott. Sie ja, hatten mit Spaß. Dem Geld sicher etwas anderes vor. Kann man Quad? So. Ich muss einfach abwarten, bis die Zeit abläuft und nichts mehr machen kannst. Oder so. Fehler machen uns stark. Yay, ich hab mein Spiel gewonnen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hasse euch alle.